Willkommen beim Chat Day der Fachhochschule St. Pölten. Das ist unser interaktives Format einer Tag der offenen Tür. Die haben wir sozusagen ins Internet verlegt. Das ist für Sie ganz bequem. Sie können sich zu Hause zurücklehnen und trotzdem werden all Ihre Fragen zu den Masterstudiengängen der FH St. Pölten beantwortet. Hier sind Sie richtig in der nächsten Dreiviertelstunde, wenn Sie sich für den Masterstudiengang Media- und Kommunikationsberatung interessieren. Und wenn im Laufe unseres Gesprächs hier im Studio der Fachhochschule St. Pölten eine Frage auftaucht, dann zögern Sie nicht, greifen Sie zum Handy, schicken Sie ein SMS oder eine WhatsApp-Nachricht unter 0676 847 228 266, oder Sie senden uns eine E-Mail chatday@fhstp.ac.at oder Sie klicken ganz einfach unten auf den Live-Chat-Button, genau, der ist da rechts unten vom Bild, wo Sie uns gerade sehen, und schon kommt Ihre Frage zu uns ins Studio und wird beantwortet. Und zwar von meinen zwei Gästen hier. Herzlich willkommen. Der Studiengangsleiter ist hier von Media- und Kommunikationsberatung, FH-Professor Magister Helmut Kammerzelt. Fein, dass Sie da sind. Und eine Absolventin des Studiengangs, Martina Pilz. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Dankeschön. Herr Kammerzelt, einen kurzen Pitch. Ich glaube, in dem Studiengang lernt man das ja. Media- und Kommunikationsberatung. Was kann ich da mit anfangen? Oder ganz einfach, was lernt man da? Also im Prinzip ist Medien- und Kommunikationsberatung ein Teilbereich des Marketings und da ganz fokussiert und konzentriert auf den Bereich der Unternehmenskommunikation oder Organisationskommunikation. Und wir spezialisieren uns im Master eigentlich auf 5 Themen. PR, Werbung, Direct Marketing und als Überthema, das sich quer durchzieht, dann noch Online-Marketing, Digital-Marketing mit ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten. Sie sind ein PR-Profi, offenbar Sie schaffen es, sich kurz zu fassen, auch nicht bei allen Studiengängen so. Es ist ein Masterstudiengang, das heißt, wir setzen da voraus, dass die Interessierten wissen, was es ist. Wir haben nämlich vorhin kurz geplaudert, Media und Medien. Vielleicht klären wir trotzdem den Unterschied nochmal kurz. Ja, also Media ist mehr oder weniger ein Fachbegriff, der etwas sehr Schönes ist. Wie man Geld ausgeben kann. Und im Großen und Ganzen geht es darum, wie kann ich Geld ausgeben, um effiziente Kommunikation zu betreiben. Das ist so das Überthema des Studiengangs, wie kann ich Geld ausgeben. Das heißt, wir sammeln die Marketingbudgets von Unternehmen und verteilen sie, sodass hoffentlich dann alle zufrieden sind. Ja, ungefähr so. Ungefähr so. Es ist, das haben wir somit festgestellt, kein Journalismus. Studiengang, das ist ganz wichtig. Es gibt ja noch andere Studiengänge hier, zum Beispiel auch Digital Media Management. Das klären wir dann auch noch, dass das nicht in diese oder jene Richtung zu tun hat. Vielleicht von Ihnen, Herr Kammerzelt, noch kurz die Abgrenzung zu Media Management. Also Media Management ist ein Studiengang, der sich um Medienunternehmen kümmert. Also das wären jetzt Verlage, Fernsehsender, Radiosender und natürlich Online-Medien. Und Medien- und Kommunikationsberatung ist die andere Seite, nämlich die Kommunikation. Das ist, im Großen und Ganzen kann man sich das so vorstellen, wir konzipieren Kampagnen, brauchen dann unsere Kollegen von Media Management, nehmen deren Medien und setzen unsere Kampagnen auf deren Medien um und machen dort Kampagnen, die hoffentlich wirken und zu Effekten führen. Es gibt mit dem gleichen Titel Media- und Kommunikationsberatung auch einen Bachelor-Studiengang hier an der Fachhochschule. Wozu brauche ich den Master? Was kann ich dann besser? Ja, also im Großen und Ganzen vertiefen wir die Inhalte, wir gehen weiter und der digitale Schwerpunkt ist im Master ganz, ganz stark. Also wir haben dort ganz vieles, wo die digitale Kompetenz ganz, ganz toll noch erweitert wird mit Viral-Marketing, mit Mobile-Marketing, mit Search, mit Web-Analytics, also ganz, ganz viele Dinge, die heute einfach ein Jobbringer sind. Die Fragen, die den Interessenten oft auf den Lippen brennen, sind vielleicht nicht die, die sie hören wollen. Ich stelle es mal trotzdem so, weil ich denke, interessiert viele. Verdiene ich dann mehr Geld? Ja, also wir haben Statistiken darüber, dass Masterabsolventen um einige 100 € mehr verdienen als Bachelorabsolventen. Und liegt es am Titel oder an dem Mehr an Wissen, das sie sich erworben haben? Ich vermute in beidem.
An beidem, gute Antwort. Martina Pilz, Sie sind Absolventin des Studiengangs. Wie lang ist es her, dass Sie die Sponsion feiern konnten? Die ist noch nicht so lange her, das war erst im November, ja. Also noch ganz frisch sozusagen. Okay, fein, dass Sie da sind. Ganz frische Eindrücke vom Studium. Ganz kurz gefragt, wie war es denn? Anstrengend, aber es hat sich gelohnt, sagen wir es so. Also ich würde es auf jeden Fall noch einmal machen. Es gibt natürlich einige Zeiten im Studium, wo man wirklich sehr viel Belastung hat. Aber es ist dann trotzdem, wenn man die Materie gerne hat, wenn man sich für das interessiert, für die Kommunikation, für Unternehmenskommunikation und sich da reinsteigert, dann macht es auch Spaß und das ist das Wichtigste. Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Haben Sie den Bachelorstudiengang auch schon hier absolviert? Genau, also ich bin Bachelor gemacht, habe dann sogar überlegt, ob ich wirklich den Master machen soll, aber irgendwie ist dann im vierten Semester, wie man so schön sagt, der Knopf aufgegangen und hat man dann gedacht, okay, das ist genau das Richtige und ich möchte den Master unbedingt auch da machen. In welche Richtung haben Sie sich spezialisiert? Im Bachelor hatte ich die Module PR und Eventmanagement. Und im Master habe ich dann auch noch einmal PR genommen, einfach um mich zu vertiefen, aber bin dann auch auf Direktmarketing umgeswitcht ein bisschen. Einfach weil ich im Zuge der Bachelorarbeit gemerkt habe, okay, das ist ein Themenbereich, der mich interessiert. Und deshalb habe ich dann eben im Master diese Vertiefung gewählt. Wir haben vorhin kurz geplaudert. Sie können auch schon einen guten Job vermelden. Wo geht es denn hin? Ja, also für mich war es immer recht klar, dass ich nach dem Studium noch einmal gerne ins Ausland gehen würde. Und ja, es hat geklappt, dass ich nach Sydney gehen werde in einem Monat zur Österreich-Werbung, für ein halbes Jahr zumindest einmal ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln, gleich einmal am anderen Ende der Welt sozusagen. Und ja, das kann man natürlich noch mit einer Reise kombinieren und hat super gepasst und ich freue mich wirklich drauf. Herr Kammerzelt, auch die Frau Pilz hat jetzt einige Spezialisierungen, einige Begriffe genannt. Klären wir es vielleicht noch einmal, welche Spezialisierungsmöglichkeiten gibt es im Masterstudiengang und was bedeutet das? Ja, also es gibt 4 Spezialisierungen, von denen jeder Student 2 wählen kann oder wenn er will auch mehr. Und die Spezialisierungen sind Werbung. Ich glaube, das ist relativ klar, klassische Werbung und auch ganz, ganz tolle aktuelle Sachen. Also Programmatik, Neuromarketing, multisensuale Dinge, also ganz viele spannende Dinge, die... Bleiben wir da gleich mal. Multisensuale, das heißt Werbung, die ich riechen kann? Oder? Zum Beispiel, was die man riechen kann, die man ertasten kann. Also es geht darum, wie kann ich Kommunikation aufbauen, die möglichst alle Sinne anspricht und mit der man dann alle Sinne, die ein Mensch so hat, also nach Bruce Willis ja 6 davon, wie viele Sinne habe ich und wie kann ich die im Idealfall so kombinieren, dass ich die Wirkung meiner Kommunikationsmaßnahmen verstärken kann? Wie würden Sie als Werbefachmann den 6. Sinn ansprechen? Ich glaube, das sollte man nicht in einem Studium klären, wie man den 6. Sinn ansprechen kann. Ein Studium hat natürlich einen rationalen Charakter und da ist der 6. Sinn vermutlich der falsche. Genau, wissenschaftlich belegt ist das, was hier gelehrt wird. Das war die Werbung. Sie haben spannende neue Felder aufgezählt. Hat sich so viel getan in der Werbung? Ja, also wenn wir uns vielleicht einen TV-Spot von vor 30 Jahren ansehen, müssen wir immer schmunzeln. Mir geht es immer so. Ist das ein weiter Weg gewesen? Ja, das Schöne an unserer Branche ist, dass sich ja ständig was tut. Ich versuche ja immer, bei jedem Jahrgang, der neu anfängt, mache ich eine Begrüßungsrede und notiere mir da so ein paar Dinge, die ich den Studenten erzähle. Und dann versuche ich 2-3 Jahre später, wenn die Abschlussfeier ansteht, also die große Feier im Audimax mit Familie, mit Freunden, versuche ich die Notizen nach vor zu kramen und schaue mir an, was war damals in, was war modern, worüber habe ich gesprochen. Und das ist jedes Jahr ein Schmunzeln, weil ich dann über Dinge spreche, die gerade in waren und modern und wo man sieht, wie irrsinnig schnell unsere Branche sich verändert, fast jede Woche, jeden Tag neu erfindet und wie ständig neue Dinge ankommen, mit denen man dann umgehen kann, die man in Kampagnen einbauen kann, die man entdecken kann, mit denen man sich auch spielerisch annähern kann. Also es ist einfach eine Branche, wo man nicht alt wird, auch wenn man irgendwann so ausschaut. Lifelong Learning sozusagen. Bietet das Studium das Rüstzeug, um dann weiterzulernen oder ist das was man im Beruf dann eben mitkriegt? Ja, also das ist definitiv notwendig, also das lebenslange sich damit beschäftigen, das wird einem nicht erspart bleiben.
Da gibt es einige Methoden, da gibt es einige Herangehensweisen, aber im Großen und Ganzen ist es unsere Aufgabe, den Studenten auch dieses Gefühl mitzugeben und auch die Neugier mitzugeben, wenn sie noch nicht da ist, dass man sich ständig irgendwie auch verändert und am Ball bleibt. Mhm. Werbung hatten wir durchbesprochen, PR, was wird da gelehrt? Ja, also wir haben bei PR haben wir einige Schwerpunkte. Wir haben einen Schwerpunkt auf Litigation PR, das ist ein ganz spannender Bereich, der sich damit auseinandersetzt, wie denn das Rechtssystem und PR zusammenpassen und zusammenkommen. Krisen-PR ist natürlich ein großes Thema, das in einem Master ganz gut passt. Und ja, bei PR geht es natürlich auch um die Grundlagen, die Medienarbeit, die wird einfach nie unaktuell sein. Mhm. Event? Genau. Drittes Modul oder dritte Möglichkeit, sich zu vertiefen, ist Event Management oder eigentlich Event Marketing. Das heißt, wir gehen ganz stark in die Richtung, dass wir uns anschauen, wie kann man Events einsetzen, um eine Marke zu stärken? Wie kann ich ein Event einsetzen, um meine Markenpositionierung zu stärken und bei den Menschen das Bild, das man von einer Marke hat, noch zu verändern und positiv da Reize zu setzen? Es gibt auch einen eigenen Studiengang hier, Event Management. Wann würden Sie den empfehlen und wann vielleicht den Masterstudiengang Media- und Kommunikationsberatung? Also Event Management ist ein Lehrgang, den wir auch anbieten. Wir sagen immer dazu, Event Management ist so die Tochter von Media- und Kommunikationsberatung. Das ist ein Lehrgang, der aus unserem Studiengang entwickelt worden ist. Und ich würde Leuten, die jetzt direkt von einem Bachelor kommen, den Master Medien- und Kommunikationsberatung raten und Personen, die schon in der Eventbranche tätig sind, den Eventlehrgang oder den akademischen Lehrgang für Eventmanagement. Der ist ja dann auch berufsbegleitend, soweit ich mich erinnere. Masterstudiengang ist Vollzeit. Ja. Vielleicht die Frage an die Absolventin, wie ist das denn abgelaufen? War das wie ein 40-Stunden-Job mit der Präsenz und dem Lernen? Wie groß ist denn die Workload? Von den Anwesenheitszeiten hat sich da jetzt ein bisschen was verändert im Lehrplan. Also bei uns war es jetzt noch eben Montag bis Freitag zum Teil. Jetzt ist es ja mit 3 Tagen pro Woche mittlerweile, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es ist schon, also im Master und Bachelor unterscheidet sich logischerweise noch einmal. Also es gibt genug Präsenzzeit, es gibt auch immer genug zum Tun. Und im Master ist es dann oft so, dass Lehrveranstaltungen geblockt sind, einfach zugunsten den Studenten, dass man jetzt nicht so oft eben extra herfahren muss, ne, weil wir natürlich Anwesenheitspflichten haben. Das ist halt der große Unterschied auch zur Universität zum Teil. Also. Aber es ist ein Vollzeitstudium. Wie viel Beruf geht sich daneben aus? Es geht sich etwas aus. Also es ist ein bisschen eine Zeiteinteilung natürlich. Also man muss selbst organisieren können auch. Ich habe daneben gearbeitet. Ich habe an der FH gearbeitet, habe mit 11 Stunden begonnen und habe dann aber gegen Studienende auch aufgestockt. Also es war schon, man hat es im Studiengang gemerkt, gegen Ende haben immer mehr zum Arbeiten begonnen eigentlich. Auch natürlich, um schon den Fuß in der Branche zu fassen, in Agenturen oder sonst eben hier an der FH gibt es einige Stellen auch, wo man arbeiten kann. Mhm. Herr Kammerzelt, bietet der Masterstudiengang auch die Möglichkeit, Kontakte zu fassen? Wir haben gehört, immer mehr haben begonnen zu arbeiten. Können diese Kontakte auch über Studium entstanden sein? Oder muss man sich das alles selber suchen? Nein, die Kontakte entstehen ganz stark über Studium. Das ist etwas, das wir ganz stark fördern, dass wir auch ausbauen wollen, dass wir eigentlich ständig irgendwie uns überlegen, wie wir dann noch was tun können. Und wo ich glaube, dass wir eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Also wir haben als Studiengang ganz, ganz viele Kontakte zur Branche. Wir haben ja Kooperationen mit Fachveranstaltungen. Wir sind einer der Kooperationspartner von der Digital-Marketing-Messe DMX, wo dann auch Studenten vor Ort sind. Wir haben eigene Awards, die wir durchführen. Die Marti ist ja auch, ich glaube, das kann man auch petzen, die Marti ist die Gewinnerin des sogenannten Dialog-Marketing-Rookie. Das heißt, sie ist, wenn man so will, das größte Nachwuchstalent Österreichs im Bereich Digital- und Dialog-Marketing und ist da auch von einem Fachverband, vom DMVÖ, ausgezeichnet worden dafür. Und das sind auch Dinge, die wir ganz aktiv fördern. Also diese Kooperation mit einem Fachverband wie dem DMVÖ, das ist der Dialog-Marketing-Verband. Dann haben wir auch eine Kooperation mit der MMA, also mit der Mobile Marketing Association, die Kooperation mit der DMX, mit einer Online-Marketing-Messe und natürlich die ganzen Kooperationen, die in Lehrveranstaltungen stattfinden. Also ich habe heute
gab es wieder eine große Abschlusspräsentation unserer Studenten für einen Kooperationspartner. Es war ganz konkret Bella Flora, ein Direct Marketing, ein Dialog Marketing Konzept erstellt haben und das heute dem Auftraggeber dann auch präsentiert haben. Und das tut sich einfach in ganz vielen Lehrveranstaltungen, wo wir natürlich auch ganz bewusst dann den Kontakt zwischen den Leuten aus der Praxis und unseren Studenten auch fördern und versuchen, da ganz, ganz vieles zu tun. Oder auch noch ganz neu, weil das erst letzte Woche zum ersten Mal stattgefunden hat, eine Kooperation mit der Marketinggesellschaft, wo wir jetzt eine gemeinsame Fachveranstaltung gemacht haben zum Thema Customer Journey und wo dann natürlich Studenten von uns vor Ort sind und mit den Experten der Marketingbranche auch diskutieren können, reden können und sich austauschen können. Ihr Tag muss, glaube ich, 30 Stunden haben, wenn Sie all diese Netzwerke und Kontakte bedienen möchten. Ist das auch Teil des Berufsbilds, Netzwerken, so viele Kontakte wie möglich? Ja, und also ich schlafe zwar sehr gerne, aber sehr wenig. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn es einem Spaß macht, dann schaut man nicht auf die Uhr. Aber ja, Netzwerken ist ein wichtiger Punkt und da unterstützen wir unsere Studenten. Also wir legen Kontakte, wir versuchen einfach da den Kontakt wirklich sehr, sehr eng werden zu lassen oder bleiben zu lassen. Sie haben etwas ganz Spannendes angesprochen. Ich denke, wenn ich so aus dem Umfeld was höre, oder vielleicht ist es nur ein Klischee, dass diese Branche sehr arbeitsintensiv sein kann. Also was man so hört, sind nicht 40-Stunden-Jobs, sondern dass das, wenn gerade ein Event ansteht oder ein neues Produkt lanciert wird und da die Arbeit dafür gemacht werden muss, sehr arbeitsintensiv ist. Können Sie das bestätigen? Ja, das kann ich bestätigen. Das heißt, die Arbeitszeiten sind natürlich flexibel oder sehr flexibel und gehen natürlich sehr oft über die 38,5 Stunden hinaus. Und nochmal, also wenn es Spaß macht, wenn man Produkte und Projekte hat, an denen man hängt, die man auch gut findet, dann fällt einem das teilweise auch gar nicht auf. Das heißt, da sollte man sich vielleicht auch vor der Bewerbung für den Masterstudiengang schon überlegen. Es ist nichts für Dienst nach Vorschrift. Und genau, also wer gerne den Bleistift fallen lässt zu einer bestimmten Uhrzeit und das jeden Tag die gleiche sein soll, der ist vielleicht anderswo besser aufgehoben. Wir haben eine Frage hereinbekommen und zwar hat sich die Annette gemeldet. Wie gut muss man für den Studiengang Deutsch sprechen? Wird ein ausländischer Bachelor anerkannt? Zunächst die erste Frage, vielleicht sind zwei. Wie gut müssen die Deutschkenntnisse sein? Ja, also die Deutschkenntnisse müssen schon auf hohem Niveau sein, weil sie natürlich, wenn sie Projekte haben oder auch Seminararbeiten schreiben, ein ausreichend gutes Deutsch benötigen, wobei wir natürlich fachadäquate ausländische Bachelor anerkennen. Gibt es von den Deutschkenntnissen irgendein Level? Kann man das näher in Worte B2 oder genau, was? Genau, es gibt Sprachlevel. Es wäre in so einem Fall dann aber ganz gut, wenn wir auch ein persönliches Gespräch führen, wo man die Sprachkenntnisse, glaube ich, ganz gut noch einschätzen kann. Die sind zwar mehr oder weniger im Idealfall auf einem vergleichbaren Niveau. Die Erfahrung zeigt aber, dass das nicht so ganz immer der Fall ist, also dass die Zertifikate nicht so ganz immer ernst zu nehmen sind. Und ich glaube, es ist einfach in jedem Interesse, im Interesse der Studenten und auch in meinem, dass einfach ein ausreichendes Sprachverständnis da ist, weil es ja auch bei einem Master viel darum geht, zu diskutieren. Also ein Master ist ja nicht so, dass man sich den ganzen Tag lang in einem Hörsaal wiederfindet, wo man irgendjemandem zuhört und 8 Stunden da sitzt und einfach nur mitschreibt, sondern es geht ja auch um das sich aktiv einbringen, um das Mitdiskutieren, um das gemeinsame Erarbeiten und das geht halt nur, wenn man sich oder einander versteht. Klären wir vielleicht gleich einmal die Zugangsberechtigungen, wenn das schon angesprochen wird, ausländischer Bachelor, von woher kommen denn die Masterstudierenden? Die haben ja nicht alle, so wie die genau. Martina Pilz hier schon den Bachelorstudiengang absolviert. Ja, also schönerweise ist das Interesse sehr breit. Im Prinzip ist es so, dass es 3 Kernrichtungen gibt, von denen die Studenten oder von denen die Bewerber kommen. Das sind zunächst einmal wirtschaftsorientierte Studiengänge. Also jetzt ganz klassisch, wir haben jedes Jahr sehr viele Bewerber von einer Wirtschaftsuni. Dann werden wir ganz klassisch bei Marketingausbildungen und bei BWL-Ausbildungen, natürlich auch alle möglichen kommunikationswissenschaftlichen Ausbildungen und schon auch einige medienlastige Ausbildungen. Das ist so im Großen und Ganzen das Triumvirat, wo die Bewerbungen herkommen. Aber wir erleben eigentlich jedes Jahr eine große Breite. Ich kann mich erinnern auch an einen Philosophiestudenten, der am Beginn so seine Liebe, Mühe und Not hatte, zu verstehen, wovon wir reden. Aber der hat sich einfach so irre reingetigert und hat
durch das, dass er eine ganz andere Welt und ein ganz anderes Vorwissen hatte, auch immer wieder ganz toll Inputs geliefert und geleistet, an die wir gar nicht gedacht hätten. Aber Sie haben ihn zugelassen, das heißt? Ja, also im Prinzip ist es so, es gibt eine bestimmte Anzahl an ECTS aus diesen genannten Bereichen, nämlich aus Marketing, Medien und aus Wirtschaft. Und wer diese ECTS erfüllt, der ist prinzipiell einmal, wenn er einen Bachelor hat, mehr oder weniger zugelassen zum Aufnahmeverfahren. Wie läuft das ab, das Aufnahmeverfahren? Furchtbar und grausam. Also im Prinzip ist es so, das Aufnahmeverfahren ist eigentlich dreiteilig. Ich fange gleich einmal mit dem Höhepunkt an. Der Höhepunkt ist ein Gespräch mit zwei Lehrenden aus dem Studiengang oder aus dem Department, aus dem der Studiengang ist. Mit Ihnen auch? Kann sein. Mhm. Oder auch mit meinem Stellvertreter. Also im Großen und Ganzen einen von uns beiden erwischt man. Und im Normalfall sind wir zu zweit. Das ist ein relativ wichtiger Teil im Aufnahmeverfahren. Der zweite Teil ist ein Fachtest, also einfach zu sehen, wie fachlich sattelfest die Bewerber sind, wo man einfach zeigen sollte, dass man so die wichtigsten Grundlagen, die wichtigsten Begrifflichkeiten des Fachs kennt und kann. Ein und schriftlicher Test. Der ist schriftlich, genau. Zum Hinschreiben oder Multiple Choice? Multiple Choice. Okay. Aber einer von denen, wo Sie mit Raten nicht ausreichend weit kommen. Okay. Und dritte Teil ist mehr oder weniger ein englischer Teil oder ein englischsprachiger Teil, wo auch wieder ein bisschen Grammatik ist und auf der anderen Seite auch wieder ein fachlicher Teil, also wo dann auch Fachfragen in englischer Sprache sind. Wir haben inzwischen die nächste Frage hereinbekommen. Stefan fragt, wie sieht es mit der Anwesenheitspflicht aus, wenn ich beruflich verhindert bin? Gibt es eine Quote, die erfüllt werden muss? Ja, gibt es. Es gibt ja eine Prüfungsordnung und in dieser Prüfungsordnung ist definiert, wie viele Lehreinheiten man pro Lehrveranstaltung versäumen darf. Und das ist ein bisschen auch abhängig vom Lehrveranstaltungstypus. Also der Typ, wo man am meisten fehlen darf, ist die klassische Vorlesung, wobei die ist auch am seltensten. Also im Master gibt es relativ wenige klassische Vorlesungen. Und bei einem Seminar ist die Anwesenheit oder bei Soft Skills ist sie am höchsten. Also jetzt, wenn es um eine Rhetorik-Lehrveranstaltung geht oder um Medientraining, dann haben wir eine Anwesenheit von 100%. Macht doch keinen Sinn, das irgendwie anders zu lernen. Und bei einer klassischen Vorlesung, wo ich sage, könnte man genauso gut auch ja ein Buch durchlesen. Wenn ich glaube, dass das reicht, ist die Anwesenheit dann niedriger. Und der Rest spielt sich in der Mitte ab, abhängig davon, ob es eine Vorlesung ist, ein Seminar ist, ein Praxislabor ist, eine Übung ist, eine Exkursion ist. Also bei einer Exkursion gibt es logischerweise keine Fehlzeiten. Wenn ihr eine Woche, wie jetzt, haben wir eine Woche Dublin geplant, da ist logisch, dass ich nicht noch drei Tage heimfahren kann. Stichwort Dublin, erinnern Sie mich dann noch? Das klingt spannend. Eine Frage möchte ich noch nachtragen, weil die Frau Pilz vorhin schon erwähnt hat, es hat sich von den Anwesenheitszeiten, von den Tagen was geändert. Vielleicht, dass wir das noch einmal im Detail erklären. Ja, also wir haben zwei Dinge, die wir da machen. Wir haben einerseits so, dass wir die Lehre meistens Montag, Dienstag, Mittwoch blocken, außer es ist eine Exkursion. Also wie gesagt, wir fliegen jetzt nicht von Dublin heim und nächste Woche dann wieder Montag hin, sondern da ist es dann eine ganze Woche. Und wir haben das sogenannte Blocksystem bei uns eingeführt. Das heißt, bei uns ist es so, dass nicht jede Woche jede Lehrveranstaltung 2 Stunden dauert und dann kommt die nächste, sondern wir versuchen, dass die Lehrveranstaltungseinheiten längere Blöcke sind. Das hat den Vorteil, dass man einerseits sich an einem Präsenztermin viel stärker und viel tiefer in die Materie einarbeiten kann, wie wenn man alle 1,5 Stunden rausgerissen wird. Und auf der anderen Seite hat es einen zweiten sehr komfortablen Vorteil. Viele Lehrveranstaltungen sind schon während des Semesters beendet und abgeschlossen. Manche beginnen erst in der Mitte vom Semester. Das heißt, es gibt diese klassischen Wochen, wo man sagt, ich habe am Ende vom Semester 10 Prüfungen. Die gibt es nicht, weil wir schon während des Semesters einen großen Teil der Lehrveranstaltungen auch abschließen können auf die Art und Weise. Mhm. Wir waren beim Stichwort Dublin. Auslandsexkursionen, sind die fixer Bestandteil des Studiums? Ja, sind sie. Also wir haben heuer, fahren wir nach Dublin. Wir waren aber auch schon in Valencia, wir haben Italien schon auf dem Plan gehabt und letztes Jahr war es Amsterdam und das Ganze läuft so ab, dass wir vor Ort Unternehmen besuchen. Also Dublin ist relativ klar, da geht es zu Google, da haben wir Facebook-Termine, also um solche Unternehmen geht es. Wir haben ja auch den Vorteil, dass wir in den Unternehmen oft auch Absolventen haben. Also jetzt in Dublin haben wir den Vorteil, dass wir 2 Absolventen aus unserem Studiengang haben und dann besuchen wir die Unternehmen und die machen dann im Normalfall Workshops oder auch Vorträge zu Themen, die wir im Vorfeld abstimmen.
Frau Pilz, wo waren Sie denn? Welche Auslandsexkursion haben Sie erwischt? Amsterdam, letztes Jahr im März, ja genau. Und wie genau ist das abgelaufen? Ja, Sonntag Anreise, dann eigentlich Montag bis Freitag immer Exkursionen und Workshops, wie es der Herr Kammerzelt schon angesprochen hat. Bei uns waren es beispielsweise jetzt mal Amsterdam Marketing, was mich persönlich aus dem Tourismus-Marketing-Bereich am meisten gefallen hat. Aber auch sehr viele Kreativagenturen und Werbeagenturen, wo man auch wirklich dann eigene Storyboards erstellt dort und auch Feedback bekommt von den Kreativen auch wirklich. Also das ist schon eine tolle Erfahrung auch im Ausland. Mhm. Klingt aber schon nach Arbeit. Das heißt, man darf sich jetzt nicht so eine Spaßwoche vorstellen, wo nichts zu tun ist. Spaß gehört immer dazu, ja. Aber es war doch Vormittags- und Nachmittagstermine trotzdem, wo man natürlich Anwesenheitspflicht hatte. Mhm. Wir haben wieder eine Frage bekommen aus dem Live-Chat. Wie viele Bewerber gibt es pro Jahr, Herr Kammerzelt? Ja, also im Prinzip weiß ich es für heuer noch gar nicht. Von den letzten Jahren kann ich sagen, dass es um die 100 bis 120 Bewerber pro Jahr sein werden. Ich vermute, dass wir ungefähr in dem Feld oder in dem Bereich wieder landen werden. Und wie viele Plätze gibt es? 20. Okay, vielleicht können wir der Frau Pilz noch etwas rauslocken über das Aufnahmeverfahren. Wie haben Sie das empfunden? Ja, also am meisten fürchtet man sich eigentlich dann vor diesem Gespräch, weil man halt wirklich nicht weiß, was einen erwartet oder wer einem erwartet. Und ich kann einmal so sagen, es sind zwei Personen, denen man gegenüber sitzt und einer ist der Good Cop und einer ist der Böse Cop. Okay. Also man wird eigentlich ein bisschen, also es wird probiert, dass man aus der Fassung kommt, sagen wir es einmal so. Und da geht es aber auch wirklich darum, einfach ruhig zu bleiben. Da kommen so Fragen wie beispielsweise, wer hat denn das Internet erfunden eigentlich? Und solche Sachen. Also wo es wirklich darum geht, wie reagiert mein Gegenüber jetzt eigentlich? Mhm. Und ja, Fachwissen natürlich auch, aber das sind wirklich Basic-Sachen eigentlich. Also ich muss jetzt nicht den Kotler auswendig lernen. Also Kotler ist so ein Standardwerk bei uns. Aber es ist zum Schaffen. Also das Wichtigste ist einfach ruhig bleiben. Für den Fachtest, den schriftlichen, gibt es eh eine Literatur zum Vorbereiten und auch der Englischtest, der ist wirklich zum Schaffen. Das heißt, die Literaturliste bekommt man auch im Sekretariat, das genau, ist jetzt kein Geheimnis. Nein, das ist kein Geheimnis. Mhm. Ist Herr Kammerzelt hat gerade kein Mikro, wir machen jetzt weiter. Sonstige Tipps, wissen Sie von anderen Absolventen, Absolventinnen noch etwas? Es ist wirklich, also aktuelle Tagesgeschehen aus den Medien ist auch immer gut. Also es kann auch sein, dass man jetzt zum Beispiel zur amerikanischen Präsidentschaft irgendwas gefragt wird. Es gibt da auch so etwas Tolles, was der Herr Kammerzelt einmal eingeführt hat, auch während dem Studium, einfach um Allgemeinwissen abzutesten, weil das seiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist. Ja. Also da sind dann so zu Fragen wie, wie heißt denn unser Bundeskanzler momentan? Zu welcher Partei gehört er an? Wer ist Weltmeister vom letzten Jahr? Also das sind so, die kommen dann aber, kann eben auch sein, dass die im Bewerbungsgespräch einfach kommen. Einfach, dass man abtestet, ob eigentlich mein Allgemeinwissen vorhanden ist oder nicht. Mhm. Jetzt dürfen Sie auch wieder mal. Herr Kammerzelt, welche Absolventen oder Absolventinnen sind Ihnen in Erinnerung geblieben? Aus welchen Gründen auch immer? Gab es jemanden, wo Sie bei der Aufnahmeprüfung vielleicht gesagt haben, boah, ob der das schafft, wie der Philosophiestudent und der dann eine glänzende Karriere hingelegt hat? Ja, es sind erstaunlich viele Absolventen, die so in meinem Kopf herumgeistern jetzt, was aber auch zusammenhängt damit, dass wir ein sehr, glaube ich, engmaschiges Alumni-Netzwerk haben. Wir machen da ganz, ganz viel, also beginnend mit unserem Sommerfest, weiter zu unserem winterlichen Punschtreffen. Es gibt einen Absolventenbeirat, der auch extrem wertvoll ist. Also ich treffe mich regelmäßig mit einem Beirat, der nur aus Absolventen besteht, wo wir uns immer anschauen, gibt es curriculare Dinge, die wir uns anschauen könnten? Gibt es Änderungsmöglichkeiten? Gibt es neue Tendenzen, Trends? Und ich treffe einfach bei extrem vielen Fachveranstaltungen Absolventen, was immer total schön ist, wenn man irgendjemanden trifft und sagt, hey, wie geht's da und was magst du jetzt? Deswegen bleiben mir die Absolventen sehr, sehr lange im Gedächtnis, weil man sie einfach ständig trifft. Oder wenn ich jetzt vorhin von der DMX erzählt habe, da halten ja dann auch Absolventen von uns Vorträge, was ja total schön ist, auch für unsere Studenten zu sehen, dass die Vortragenden bei einer Fachveranstaltung Absolventen des gleichen Studiengangs sind. Also wir brauchen mehr oder weniger an niemanden denken, weil man sie eigentlich ständig irgendwo sieht. Kann man generell sagen, man kennt sich in der Branche? Ja, also die Branche ist, sagen wir mal, die Branche besteht in Österreich aus 10.000, 15.000 Leuten und auffällige Leute kennt man da natürlich und
Unsere Absolventen sind auffällig. Ja, im positivsten Sinne, denke ich. Die meisten. Wir haben eine Frage von der Isabel. Ich habe zuvor den Bachelor in Wirtschaftsrecht auf der WU Wien absolviert. Ist es möglich, mit meinem Bachelor bei Ihnen einen Master zu absolvieren? Ja, kann ich auswendig sagen. Wirtschaftsrecht kenne ich das Curriculum, weil wir da jedes Jahr Bewerber haben. Damit haben Sie ausreichend ECTS für den Bereich Wirtschaft und Sie haben damit mehr oder weniger die Voraussetzungen für das Aufnahmeverfahren erfüllt. Recht ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Bis jetzt hat das alles sehr nach Spaß geklungen. Ja? PR und Werbung, das ist etwas, wo viele Menschen, glaube ich, arbeiten wollen. Was sind denn so die trockenen Lernfächer? Das kann uns die Frau Pilz vielleicht auch sagen. Wo man sagt, na geh, da müssen wir durch, das gehört dazu. Ist Recht so etwas? Oder? Ja, Recht ist auch Teil vom Masterstudium. Ja. Also das stimmt schon, Urheberrecht, Medienrecht und was ist da noch dabei? Markenrecht, genau. Markenrecht ist das dritte. Vielleicht ist das für Sie ja gerade spannend. Also es stimmt schon. Also es war auf jeden Fall nicht unspannend, sagen wir es so. Für mich, ganz ehrlich, war eher so Financial Planning, Business Planning in die Richtung, also wirklich trockene Wirtschaftsfächer. Ist auch dabei, gehört einfach dazu, auch wenn man in einer Werbebranche tätig ist, dass man kalkulieren kann. Das gehört einfach dazu. Aber das sind halt dann die Basics, wo man einfach durch muss. Das ist nicht immer lustig, aber ja, das gehört einfach dazu. Aber wenn man vom Wirtschaftsrecht kommt, dann kennt man das auf jeden Fall. Okay. Sie haben noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie merken, wir antworten sehr ehrlich auf die Fragen. Nutzen Sie diese Chance. Senden Sie uns ein SMS oder eine WhatsApp-Nachricht an 0676 847 228 266 oder Sie drücken ganz einfach auf den Live-Chat-Button auf unserer Homepage, wo Sie den Livestream sehen, oder ein E-Mail geht natürlich auch, chatday@fhsdp.rc.at. Herr Kammerzelt, Sie sagen, Sie treffen ganz viele Absolventen. Vielleicht können Sie ein paar Betätigungsfelder aufzählen. Wo sitzen denn die? Sitzen die in den großen Firmen der Branche? Ja, also das Schöne daran ist, dass die Absolventen weitgehend dort landen, wofür wir sie ausbilden. Das wären im Normalfall auch diese Wahlmodule, die ich aufgezählt habe. Also wir haben relativ viele, die in großen Werbeagenturen sitzen, also die klassischen großen Namen, die man halt kennt. Viele PR-Agenturen und jetzt natürlich auch ganz, ganz viele, die im Social-Media-Bereich landen. Das ist so seit einigen Jahren sicherlich ein ganz, ganz starker Abnehmer. Und ein Teilbereich, der extrem auch gut nachgefragt wird, ist alles, was Performance-Marketing betrifft, also die ganzen klassischen Google-Sachen, dass man in der Lage ist, eine Kampagne anzulegen. Also wer das beherrscht, der hat eigentlich sehr, sehr gute Chancen. Und genau dort landen die Leute. Es sind Unternehmen, die eine Performance-Kampagne aufsetzen, die eine Mobile-Kampagne aufsetzen, die eine Search-Kampagne machen. Mhm. Jobchancen generell? Sehr gut. Es ist ja so, wir kriegen monatlich vom AMS eine Statistik und in dieser Statistik steht immer eine Zahl drin, wo ich immer leicht kribbelig bin, wenn ich die E-Mail bekomme. Nämlich in der E-Mail steht die Anzahl der arbeitslosen Absolventen über den gesamten Studiengang und ich rechne dann gleich panisch immer aus, wie viele Absolventen habe ich und was ergibt das für eine Arbeitslosenquote. Und das ist eigentlich jedes Jahr oder jedes Monat ganz toll, weil die ist relativ gering oder sehr gering. Sie liegt derzeit, liegt die Beschäftigungsquote bei 98,6%. Und wie Sie gesagt haben, mehrheitlich fachspezifisch. Genau, richtig. Wenig Taxifahrerinnen dabei. Also ich fahre ja viel Taxi und ich habe noch niemanden getroffen, den ich kenne. Okay. Was man sich als Laie über diese Branche auch erzählt, ist, dass es ganz coole Jobs gibt, bei denen man eigentlich nur kreativ sein muss und sonst nichts und viel Prosecco dabei trinkt und reich wird und im Loftbüro sitzt. Was ist dabei dran? Das stimmt und stimmt auch nicht. Ja. Also den Typen, den Sie gerade gezeichnet haben oder die Person, die gibt es. Und die Vorurteile, die gibt es teilweise zu Recht, aber der Job ist auf der einen Seite tatsächlich schillernd. Also diese Prosecco-schlürfenden Events, die gibt es tatsächlich. Das ist auch ein Teil, wo ich dann Absolventen treffe. Aber der Job ist einfach sehr hart. Also er ist fordernd, er braucht Zeit, er braucht viel Power und viel Energie. Und im Großen und Ganzen ist es genau eine Mischung von dem. Einstiegsgehälter sind teilweise nicht ganz so toll. Dafür gibt es Absolventen, die wirklich toll verdienen. Ich habe erst vor 2 Wochen einen Absolventen getroffen, der jetzt brutto 7.000 Euro verdient. Das ist okay. Also da
kann man irgendwie... Darf man fragen, wo er untergekommen ist? In einer großen Agentur. Okay, das also, muss eine leitende Funktion sein, ja, nehme ich an. Also der verhungert vermutlich nicht. Aber natürlich gibt es Einstiegsgehälter, die nicht toll sind. Aber ich glaube, es liegt auch dann an jedem Einzelnen zu zeigen, dass man so unverzichtbar ist, dass sich das auch rasch ändern kann. Wir haben eine Frage von der Sabine und zwar die Frage an die Absolventin Martina Pilz. Wie lange hat es gedauert, bis Sie nach dem Abschluss des Masters einen Job gefunden haben? Bei mir überhaupt nicht lange und das ist auch, also ich kann da jetzt aus Erfahrung von meinen einigen Studienkollegen sprechen. Also wir haben im Oktober die Masterprüfung gehabt und in meinem Fall, ich hatte im Dezember die Zusage. Es ist aber wirklich einige Studienkollegen von mir, die schon während dem Studium eigentlich wirklich schon Fuß gefasst haben in einer Agentur und dort einfach übernommen wurden. Oder jetzt eben eigentlich mit Jahresanfang wirklich sehr, sehr viele, die einen Job gefunden haben. Also stimmt schon, was der Herr Kammerzelt gesagt hat. Wir finden schon Jobs, das auf jeden Fall. Wunderbar. Herr Kammerzelt, finden die Masterabsolventen auch besser einen Job als die Bachelorabsolventen oder gibt es für alle was zu arbeiten? Also, nachdem ich ja auch Studiengangsleiter vom Bachelor bin, ist da meine Antwort relativ klar. Nein, also wir haben in beiden Studiengängen eine extrem hohe Erfolgsquote, was das betrifft. Und da sehe ich jetzt keine Unterschiede. Ein paar kurze Fragen hätte ich noch. Wovor darf man sich nicht fürchten? Vor mir. Kann man das ein bisschen näher erläutern? Nein. Ich glaube, was ich immer so gerne habe oder was mir so wichtig ist, ist Studenten, die offen sind und die auch mal sich eine Stunde denken, das ist zwar jetzt komisch, was der da macht, aber auch dann das Vertrauen haben, dass wir wissen, was wir tun und dass das am Ende zu einer sinnvollen Lösung führt. Also wir wollen einfach offene Leute, die keine Scheu haben, sich auf Dinge einzulassen und die ja Neues auch ganz aktiv aufnehmen wollen und sich darauf freuen. Mit welcher Erwartungshaltung ist man falsch in diesem Studiengang? Wenn man glaubt, dass hier Journalisten ausgebildet werden, ist man ganz sicher falsch. Sonst noch etwas? Ja, wenn man glaubt, dass es nur lustig ist, auch wenn die Branche schillernd ist, die Mati hat es schon erzählt, das Studium ist fordernd, es gibt schon einige Brocken und das ist etwas, auf das sollte man sich einstellen. Schauen Sie sich auch ein bisschen so die Soft Skills an im Aufnahmegespräch eigentlich? Also ist das auch eine Bewertung oder nur das Fachliche? Ja, die Soft Skills sind bei der Bewertung. Es ist ja so, wenn der Bewerber das Büro verlässt, gibt es ein ganz genaues Kategorienschema, wo dann die zwei Personen ausfüllen, wie viele Punkte in welcher Kategorie. Und das ist eines der Felder, die wir uns anschauen. Ein paar kurze Fragen an die Frau Pilz noch. Was war das Fach oder Lehrveranstaltung, sagen wir, im Studium, die Lehrveranstaltung, die Ihnen am wenigsten und die Ihnen am besten gefallen hat? Am wenigsten, ja, das ist einfach, weil es mein eigenes Interesse nicht ist, eben das Business Planning, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe momentan nicht das Bedürfnis, mich selbstständig zu machen, sagen wir so. Und darum habe ich einfach mit der Materie wenig anfangen können. Am meisten gefallen hat mir eigentlich im Modul Direct Marketing das Praxislabor, so heißt das, also wo wir wirklich mit einem realen Kunden zusammenarbeiten, wo wir ein Briefing bekommen von dem, eine Aufgabenstellung und ein Konzept ausarbeiten, was dann über ein ganzes Semester hinweg geht. Das war bei uns letztes Jahr Falkensteiner, also auch wieder ein Unternehmen aus dem Tourismusmarketing. Aber das war einfach sehr, sehr spannend, weil wir da sehr viel Vertrauen bekommen haben, wirklich mit diesen täglichen Tools, mit denen auch das Unternehmen arbeitet. Da haben wir Zugriff gehabt, beispielsweise jetzt ins Newsletter-Tool, wie die wirklich Newsletter erstellen und da haben wir Einblicke gehabt und da lernt man einfach extrem viel, wenn man so viel Vertrauen bekommt und das war mit Sicherheit eine Lehrveranstaltung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, ja. Gibt es Punkte im Studiengang, wo Sie andere Erwartungen gehabt hätten? Oder war alles so, wie Sie sich gedacht haben? Nachdem ich im Bachelor eben schon da gemacht habe, würde ich jetzt sagen, wirklich keine. Also das war wirklich, weil ich mich einfach gewusst habe, worauf ich mich einlasse, was die Lehrveranstaltungen sein werden, wer die Dozenten sind, die diese Lehrveranstaltungen leiten. Aber es war wirklich, ja, wie gesagt, ich würde es noch einmal machen.
Eine Frage haben wir noch von der Maria. Kann ich auch mehr als zwei Vertiefungen wählen? Ja. Nähere Erläuterungen noch dazu? Also im Prinzip ist es so, es gab einmal eine Studentin, aber die ist in der gesamten Geschichte des Studiengangs erst einmal vorgekommen. Die hat alle vier Module belegt. Aber es gibt immer wieder Leute, die drei Module belegen. Das ist möglich, das ist eigentlich kein Problem. Werden dann nur zwei bewertet? Ja, üblicherweise raten wir dann dazu, dass man das dritte Modul ohne die Leistungsnachweise und ohne Noten macht. Und dann bekommt man ein Teilgenommen im Zeugnis eingetragen für die Lehrveranstaltungen, die man zusätzlich dann besucht. Mhm. Zum Abschluss vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Was wird uns im Bereich PR, Werbung, Direktmarketing in den nächsten 10 Jahren noch blühen? Sie haben gesagt, das ändert sich alles so schnell. Können Sie ein bisschen in die Zukunft schauen? Ja, aber unter einem Aspekt, nämlich, dass mir das Video keinen 10 Jahren vorzeigt, weil ich dann ziemlich wahrscheinlich in vielen Dingen falsch liege. Zurück in die Zukunft lag auch ziemlich falsch. Also ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Ich sage den Studenten immer, sie sollen sich in Acht nehmen vor Leuten, die ihnen sagen, dass man, dass sie wissen, wie es in 10 Jahren auch schon wird. Aber gut, dann, also ich glaube, was relativ klar ist, es wird alles noch digitaler. Es wird damit Zielgruppen oder zielorientierter. Es wird gleichzeitig aber auch diskursiver. Also ich glaube, dass sich eine Marke heute nicht mehr leisten kann, im Social Net nicht zu reagieren auf Kritik, die da kommt. Und das sind so Trends, die nebeneinander passieren, die teilweise widersprüchlich sind und die dann in Summe aufeinander einzahlen. Also eigentlich, es wird sich wieder extrem viel tun. Und das Schöne daran, auf was ich mich am meisten freue, sind die Dinge, von denen wir heute noch nicht mal ahnen, dass es sie gibt. Im Bereich der Werbung, wo noch kann Werbung landen? Wir haben sie schon auf dem Handy. Ja, also wir können ganz sicher noch in den Wohnungen ganz, ganz vieles an werblichen Möglichkeiten einbauen. Ob das jetzt der Kaffeeautomat, die Kaffeemaschine zu Hause ist, der Bildschirm zu Hause im Wohnzimmer wird sich komplett noch verändern und adaptieren. Also der klassische Fernseher, der heute im Wohnzimmer steht, der wird in ein paar Jahren ganz, ganz andere Dinge tun. Und das wird für uns ganz selbstverständlich sein, dass wir das auch dort tun. Und ansonsten ist die Digitalisierung eigentlich der große Momentum, oder nicht nur Momentum, sondern das, was uns die nächsten 10 Jahre auch noch beschäftigen wird. Mhm. Direktmarketing für mich als Laien, ich denke immer an Prospekte oder ich bekomme eine E-Mail, wo steht, liebe Frau Michalski, wie wird sich das entwickeln oder was gibt es da schon? Ja, also im Prinzip ist Direct Marketing hat natürlich mit Prospekten klassisch zu tun, das muss man auch können, die wird es auch weiterhin geben, aber auch da geht es eindeutig in die Richtung, wie kann ich Menschen Zielgruppen genau erreichen, wie erreiche ich genau die Frau Michalski und kann genau die Produkte, die für sie relevant sind, ihr anbieten, im Idealfall in der Situation, in der sie Interesse hat. Das heißt, wie schaffe ich es, ihr genau in der Situation, wo sie offen ist, genau das zu zeigen. Da gibt es ja so Momente, wo ich im Internet surfe, zum Beispiel auf einem Nachrichtenportal und dann wird mir eingeblendet, der Schuh, nach dem ich gestern gesucht habe. Ist das so etwas in der Form? Ja, wobei das ist sicherlich ein Bereich, wo man noch einen Aufholbedarf hat, weil das nervt sogar mich, muss ich gestehen. Okay. Da gibt es sicherlich Aufholbedarf, dass man vielleicht die Anzahl der Kontakte, also das sogenannte Frequency Capping, wie es so schön heißt, reduziert und schaut, dass die Anzahl der Kontakte reduziert wird. Und vielleicht sollte man es nicht gar so offensichtlich machen, was da abgeht. Also da, glaube ich, übertreiben einige noch ziemlich. Also es gibt gute und schlechte Werbung und nervige ist schlechte Werbung. Aber das Lustige ist, die gute und schlechte Werbung hat schon immer gegeben. Ich habe erst vor kurzem, man sieht, mir ist auch über Weihnachten dann langweilig, ich habe mir stundenlang ein Video angesehen mit Werbespots, wo ganz, ganz viele historische Sachen drauf waren. Und es hat schon immer schlechte Werbung gegeben. Das ist auch das Schöne daran, dass man sich über Werbung so wunderbar aufregen kann, macht ja auch einen Teil des Reizes aus. Und dass wir uns in den Lehrveranstaltungen dann über einzelne Spots zerreißen, macht ja auch Spaß. Genau, das ist wie beim Wetter, kann auch jeder mitreden. Sie haben jetzt noch ungefähr eine Minute Zeit, schnell eine Frage reinzuklopfen. Nützen Sie diese Chance? Wir warten noch ein bisschen ab. Inzwischen die Abschlussfrage an beide. Kurzer Pitch noch, Herr Kammerzelt. Warum sollte man in Ihrem Masterstudiengang studieren und sich bewerben?
verkaufen Sie mir das jetzt bitte. Da erwarte ich mir jetzt schon einen kreativen Einfall, muss ich sagen. Das ist jetzt ziemlich gemein von Ihnen, aber gut. Ja. Nein, es gibt eine relativ simple Antwort darauf. Das Studium ist deswegen ein so tolles Studium, weil man extrem viel lernt, weil man viele Kontakte kriegt und weil man einfach für die Zukunft gewappnet wird. Frage auch noch an die Absolventin aus Ihrer Sicht. Sie haben den Masterstudiengang absolviert. Was raten Sie den Interessenten? Einfach drauf los, zahlt sich's aus? Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und das, was mir eben so gut gefallen hat an dem Studium, ist einfach wirklich der Praxisbezug, dass man eben, wir haben es jetzt eh schon ein paar Mal angesprochen, wirklich Kontakte knüpfen kann. Man hat echte Kunden, die einem dann vor einem stehen, sei es jetzt OMV, sei es Red Bull, sei es Falkensteiner, Bella Flora, es ist unterschiedlichste Branchen eigentlich, und mit denen man da schon zusammenarbeiten kann, und es ist, ja, ich würde es auf jeden Fall noch einmal machen. Ich denke, wir haben gesehen, diese zwei Gäste sind Kommunikations- und Werbeprofis. Würde ich vielleicht jetzt auch machen nach Ihrem Pitch. Herzlichen Dank an meine Gäste, FH-Professor Helmut Kammerzelt und Martina Pilz. Herzlichen Dank an Sie da draußen für Ihr Interesse, für Ihre Fragen. Und der Chat-Day, der geht auch noch weiter mit weiteren Sendungen. Ebenfalls morgen, werden Sie nicht müde, Ihre Fragen zu schicken. Wir sind interaktiv auch länger noch. Und wir freuen uns, wenn wir Sie dann auch sehen können zum ersten Mal, vielleicht beim Bewerbungsgespräch oder beim Studienbeginn an der Fachhochschule St. Pölten. Danke für Ihr Interesse.